zu Tag Nummer 4 unserer 13 Tage Halloween. Und zwar machen wir heute diese kleine Verpackung. Die machen wir mit dem Envelope Punchboard. Das ist einfach so ein kleiner Umschlag. Und da passt dann zum Beispiel so ein kleines Gummibärchentütchen rein. So, und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen hier einmal ein Stück Designerpapier. Das ist aus dem Designerpapier Wie verhext aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog. Und das hat eine Größe von 5 3/8 mal 5 3/8 Inch. Das ist jetzt eine Anleitung in Inch-Angaben, weil auf dem Envelope Punchboard sind die in Inch angegeben. Es gibt zwar auch die Zentimeter, aber ich arbeite da ehrlich gesagt lieber mit Inch. So, was haben wir? Dann nehmen wir uns das Envelope Punchboard und dann legen wir das an bei 2 3/4 Inch. Wo sind wir denn? Ich sehe irgendwie nichts. Da, jetzt hat dieses Gold, das spiegelt ein wenig. So, bei 2 3/4 Inch. Punch rum. So, und dann drehen wir das um 90 Grad und dann legen wir uns die Falzlinie immer wieder da an. Also diese Nase trifft immer wieder auf die Falzlinie. Und so geht es mir hier einfach einmal durch. Ich hoffe mal sehr, weil ehrlich gesagt, ich sehe die Falzlinie jetzt von hier oben gar nicht mal so gut. Aber das wird schon schief gehen. So. Ja. So. Oh, und das war's schon. So. Dann haben wir hier hinten dran nochmal etwas. Das ist ein Eckenabrunder. So. Runden wir uns nochmal die Ecken hier schön. Und das war es eigentlich auch schon. So, jetzt ziehen wir uns einmal die Falzlinien nach. So. So. Und jetzt tun wir es einfach hier so, so, so und dann hat man einen Umschlag. Jetzt sind meine Katzen auf dem Kopf. So ist besser. So, jetzt kleben wir uns das noch zusammen. Dazu nehmen wir das Abreißklebeband. Ihr könnt das natürlich auch mit Flüssigkleber ankleben, aber mit dem Abreißklebeband geht das schneller. Und da ist auch so, da muss man nicht unbedingt ruckeln oder so. Deswegen nehme ich bei sowas dann gern das Abreißklebeband. So. Ja, jetzt habe ich schon das eine Eck angeklebt. Ja. So. Und dann das noch oben drauf. Zack. Und schon haben wir hier unser Tütchen, wo wir dann... Das war's. Das könnt ihr dann zukleben. Auch nur mit Abreißklebeband, mit Flüssigkleber. Oder ihr macht hier einen Aufkleber drauf. Oder wie auch immer. Ich lasse es jetzt erstmal offen. Habe mich nämlich noch nicht entschieden, wie ich es zukleben will. So, vor allen Dingen nehmen wir das auch erstmal nochmal raus, weil jetzt kommt noch die Dekoration für drauf. Und zwar stempeln wir uns jetzt mal zuallererst hier unseren Spruch. Dazu nehmen wir ein kleines Stück Farbkarton in grüner Apfel und dann haben wir hier das Stempelset Unheimlich Lecker. Das hier, das gibt es im neuen Herbst-Winter-Katalog im Bundle zusammen mit der Stanze. Und dann nehmen wir uns jetzt das zum Schmausen ohne Krausen. So, das stempeln wir uns hier mit dem Memento. War auch schon mal ein bisschen Feder, aber macht nichts. Das wird ja eh noch ausgestanzt und zwar
habe ich mir das ausgestanzt mit den Framelits-Formen Stickmuster. Und zwar habe ich genommen, genau den hier, den Kreis. Wenn ihr keine Big Shot habt, könnt ihr das natürlich auch als ein Quadrat ausschneiden oder vielleicht habt ihr eine Stanze, die da drum passt. Also das könnt ihr definitiv auch anders da lösen. Ihr braucht dazu jetzt nicht unbedingt die Framelits-Form und die Big Shot. So, ich kurbel mir das einmal durch. So, hier haben wir es. Das kann weg. So, jetzt brauchen wir noch unsere Fledermäuse. Die nehmen wir auch aus diesem Stempelset. Stempeln wir uns auf ein Stück flüsterweißen Farbkarton, auch wieder mit dem Memento-Stempelkissen. So. Und dann nehmen wir uns dann die Stanze und stanzen uns die Fledermäuschen aus. So. Jetzt hängt mir das hier etwas. Schneide ich jetzt gerade mit der Rundung hier mal weg, die Ecke. So, und ja, jetzt kriege ich das auch dahin, wo es hin soll. Was natürlich immer bei so drei Motiven in einer Stanze etwas schwierig, bis man das richtig dran hat, dass man alles sauber ausgestanzt kriegt. Ne? Okay, was war das jetzt? Ich habe versehentlich hier den Riegel zugezogen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und dann hat das deswegen nicht ganz runterstanzen können. Das heißt, wir stempeln uns das jetzt einfach noch einmal. Seht ihr, und schon funktioniert das. So, jetzt sind sie natürlich irgendwie alle runtergefallen. Ja. So, hier sind sie. So, und ja, das war's ja schon. Jetzt können wir uns eigentlich das Dekorieren machen. Dann nehmen wir uns unser Tütchen hier wieder her. Hier habe ich ein Stück von dem glitzernden Organdi-Band. So, das klebe ich hier einfach mit ein bisschen Snail drauf. Und schneiden wir das hier so schräg ab. So. Da setzen wir uns noch ein Glitzerpünktchen hin. Und zwar die facettierten Akzente.
Nehmen wir dann den hier. So. Das ist jetzt eine Nummer größer, wie ich da hatte, aber das ist egal. Ihr könnt auch noch größer, ihr könnt kleiner. Ihr könnt ganz andere nehmen, ihr könnt es weglassen. Wie gesagt, also ihr müsst das nicht immer 100% genau nachbasteln, wie ich das mache. Ihr könnt da natürlich auch nochmal eure eigenen Ideen einfließen lassen. So, dann nehmen wir uns jetzt Dimensionals. So. Und die Fledermäuse kleben wir mit Flüssigkleber auf. Einmal hier. Einmal hier und ne, komm her, das Kleine dann noch oben ins Eck. Immer da ein bisschen aufpassen, dass ihr natürlich den Kleber nicht überall auf die Fledermaus hinmacht, weil ihr seht ja, sie tut hier und da noch überlappen. Und da hättet ihr sonst den Kleber da, wo er nicht hingehört, ne? So, das war's schon. Und wie gesagt, verschließen könnt ihr das, wie ihr möchtet. Klebt zu oder ja, ihr könntet rein theoretisch auch hier Löcher machen und hier auch und dann eine Kordel durchziehen und hier verknoten. Also wie gesagt, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich lasse es im Moment jetzt erstmal offen. Und ja, das war es mit Tag 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, das ist natürlich kostenlos. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachbasteln, ich wünsche noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss!